Und ich bin schon wieder ready. Irgendwer nicht. Der große 20 Sekunden Lobby-Lag hier. Oh, ja. Ich finde den tollen, so 30 Sekunden Start-Lag echt toll. Willst du die Waffe aufheben? Jump and get fucked. Nicht auf. Ja. Und du wirst abgeschossen. Oder wenn man die Tür aufmachen will und 10 Sekunden davor rumsteht und dann auf einmal ins Haus gebeamt wird. Habt ihr das Lachen gerade gehört? Ja. Ja. Ah, oh, okay. Weil. Ich meine, wenn ich mit der Tastatur richtig hau, dann kann das. Gutes Mikrofon, gutes Mikrofon. Nur die lacht einfach zu laut. Wird ja bowling. Wir können spontan nochmal genau das gleiche machen. Ja, wir können natürlich Hochhäusern. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Okay, wir machen das tatsächlich. Ich sehe rechts neben mir ein, also nordöstlich. Mhm. Wo sind seine Kollegen? Das sind zwei. Ich nehme das mittlere Haus. Ich probier's zumindest. Ich hab keine Ahnung, wo ich landen werde. Da kommt noch zwei. Ich bin relativ weit oben. Zwei sehe ich noch, die zu euch kommen. Drei. Bin das ins Haus. Und flop. Ich bin auch da. Und ich land hoffentlich direkt auf einer M16. Ah, ja, komm, yo, ich wollte die. Wieso bin ich so langsam? So, wo sind die anderen hin? Die wir gerade noch gesehen haben? In die beiden Häuser mit den roten Dächern. Ah, okay. Ja, ich schnapp mir den Revolver und verteile jetzt Headshots. Mir ist egal, was ihr wollt. Was machst du mit dem Revolver? Ja, dann weiß ich schon mal, dass ich da jetzt nicht einfach rüberlauf. Ist doch Rucksack 2. Weiß genau, wo ich hinlauf. Hier liegt noch eine 1911 rum. Für den Anfang. Denkst du kriegst sie da drüben in Fenstern oder was? Ja klar, sobald ich den noch sehe, werde ich den geben. In welchem Haus sind sie denn drin? Dann gebe ich ein bisschen mit. Hast du einen Rucksack? In einem der beiden. Ja, Rucksack 2. Was? Ein Zweier? Ich dachte, du hast den. Der ist, glaube ich. Links. Ah, warte. Ich dachte, du hast den schon mitgenommen. Ja, hier. Cool. Oh, das ist jetzt richtig schön. Seht ihr Missgeburten nicht? Wo sind die hin? Oh, 90 plus K. Los geht's. Ja, gut, fuck it, komm, wir looten das Haus drin. So will ich aber meinen. Brauch nur noch einen Silencer. Hier liegt noch mehr ACP-Ammo. Boah, ich benutze eine Faust. Ich hab Mikro-Uzi. Sehr gut. Das ist ein gutes Duo. Ich komm gleich rüber, ich guck hier gerade noch durch. Jo. Hier ist fucking nix. Das was. Hier ist ein Rucksack, wenn du willst. Arzt für deine Mikro und Uzi, ja, nehm ich mit. Hier ist nix auf der Seite. Ein einziges Magazin liegt hier. Das ist ein Zeichen, Alter. Eine VSS, russische Waffe. Und nur Revolver. Ich spiele mit dem Revolver diese Runde. Glaubt er mir aber mal. So. Unten liegen zwei Westen. Bleib ich wieder in der Nachladeanimation hängen. Ich hab ne Level 1 Wäsche. Das war Level 1. Ein Haufen. Eine AK und eine S12K. Boah, ich würde die S12 sogar mit. Boah, ich nehm beide mit. Ah. Wer braucht denn sowas? Schnellwechselmagazin für Assault Rifle. Bah. Alles Schalldämpfer klar. Für meinen Revolver. Hab ich vorhin einen gesehen. Wir hatten ja drei Häuser hier, oder? Ja. Dann können wir in das andere noch rüber. Tilly und ich sind im mittleren. Okay, dann sind wir in einem der äußeren. Dann müssen wir jetzt einmal komplett drumherum rennen. Wo ist der Schalldämpfer? Schalldämpfer für dich. Wo?
ist. Der hier schießt einer. Du hast doch was mit Schalldämpfer. Okay. Ja, das ist eine VSS. Ich will den Schalldämpfer für meinen Revolver. Ey, frag mich bitte, für den Revolver. Haus, das Ding umlag. Wo ist der Schalldämpfer? Ist nicht rum wie ein Bastard. Hallo. Ey, ich bitte euch, Mann. Wo sind die Missgeburten? Hier liegt noch eine Pumpe, falls jemand eine haben mag. Ja, wollt ihr mir das Haus stürmen von denen? Seid ihr dabei? Ich habe eine S12 und eine AK, von mir aus können wir das tun. Kommt drauf an, welches Haus du willst, aber wir sollten es dann gleichzeitig tun. Ja, in das Rechte. Ja, wir machen das hier noch sauber kurz. Ja. Und dann können wir. Einfach sauber machen. Ja, ihr geht ins linke. Ah, die waren hier drin auf jeden Fall. Hier ist eine Tür offen. Nein, das ist ein rechten Haus wahrscheinlich jetzt. Ich höre noch leise Fußtrabbel auf Dingsbums. Hups. Ich schlaf schon mal nach unten. Wo ist denn nur Dach? Die Tür nach hinten ist offen hier. So, ich komme jetzt auch runter. Ja, draußen sind die. Wo? In die, Richtung Norden, Nordost. Komme, mein Revolver will sie ficken. Wir machen nichts, Digga. Nordost? Du bist so gerade auf den Weg gelaufen von Nordost. Ja. Ah, im Haus drin, mittleres Fenster. Ja, ich stehe gerade. Alter, sag doch, dass sie im Haus drin sind. Ich dachte, die waren draußen. Er sagte wortwörtlich, die sind draußen. Uah, fuck. Ich wurde angeschossen, Digga. Die sind jetzt ganz rechts im Fenster gewesen. Die hatten die gleiche Idee wie wir. Wow. Ah, okay. Hier, nimm Painkiller. Dankeschön. Ich verlasse mich nie wieder. Hab ihn einmal. Von dir. Warte, ich werfe eine Blendgranate. Mal weg. Autsch, ich hab Papa getroffen. Kack. Der andere ist noch im Raum rechts. Rechte Seite. Hab ihn. Einmal. Ja, hast du Bandagen oder so? Jo. Ich hatte zwei First Aids. Da laufe ich jetzt hin. Ja, ich wäre da auch nicht hingelaufen, wüsste ich, dass die im Haus drin sind. Ah, ich wurde angeschossen, Digga. Hat jemand eine Frag Grenade? Der muss noch in dieser Ecke sein. Ich habe nur eine Stun Grenade. Oder er ist durchgerobbt. Ja, mit Molotow. Weil ich guck gerade, dass sie uns nicht flankieren. Ich sehe jetzt keine Bewegung mehr, wo der war. Gönnen wir mal einen Reload. Die waren im mittleren Haus, gell? Ja. Okay. Mittleres Haus, rechte untere Seite, aber keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Sie sind noch drin, ich höre die Schritte. Sind über uns, glaube ich. Sind eins nach oben gegangen. Oh ja, die hocken auf der Treppe. Oh mein Gott, die hocken zu zweit auf der Treppe. Oh. Wieso geht ihr rein? Die verteilen sich hier in dem Raum, wo ich lieg. Lagst, ja. Verzeihung. Heilige Scheiße. Hat einen Good Luck mit der M16 im Nahkampf. Ah, benutzt den Burst und spam den Kimo-Taste. Ja. Einfach, nicht, rein einfach rein. Geh durch die Seitentür hier rein. Ich glaube, du wirst jetzt alle zerstören. Die irgendjemand gesehen in den Fenstern da? Nee. Wenn du aufpasst, pass auf, wenn du die aufmachst. Nix von dir. Doof, irgendwo. Schritt.
hat sich nach Boden angehört, nicht nach Holz. Nein. Weil Holz ja auch kein Boden sein kann, ha? Ja, Schnauze, ich hab's korrigiert. Ja, ich höre auch was. Ich irgendwie in die Zone um oder ist alles gut so? Alles gut. Wie viel Uhr ist es, Pups? Und was haben wir zu essen? Ich hab Hunger. Das ist scheiße, weil dann bestelle ich jetzt instant was. Extrem. Ah, fuck, die haben Montagsruhetags. Nein. Ah, so eine Scheiße. Boah, ich hab Frühlingsrollen, nevermind. Ich hab Frühlingsrollen. Das sind 15 Stück oder so. Der könnte direkt in dem Raum rumkriechen, wo du gerade an der Ecke stehst. Ja. Ja, ja. Er ist ein bisschen weiter weg. Oder eine Etage drüber. Reingegangen. Ja, meine Güte. Ich bin eigentlich einer, der dann wartet, ob sie kommen. Wow! Alter! Hui. Hast du eine Granate oder irgendwas? Dann feuer noch was nach. Nee, ich hab keine Granate. Der war ja komplett scheiße. Wow! Ah! Ja, wie gesagt, good luck. Da hat er jetzt gerade gedacht, er sieht sich im Spiegel. Theoretisch hätte ich ihn haben können. Bisschen mehr Abstand. Wir fahren, fahren in die Stadt. Und holen auf dem Weg Chrissy und Valerie ab. Das ist ein Plan, oder? Ja, aber die kriegen... Mir scheißegal, was die von dem Essen kriegen oder nicht. Ich hol mir auf jeden Fall was zu essen. Hunger. So, ich wäre ready. Eine schnelle Runde kann ich noch machen. Ich denke, ich bin raus. Dann lief das Team. Danke. Hab ich durch. Na dann. Haut rein, ne? Jo, gute Nacht oder so. Dito. User disconnected from your channel. So, wer ist nicht ready? Bin ready. Steht bei allen ready. Vielleicht müssen wir alle nochmal unready und ready. Ich mach jetzt nochmal ready. Jetzt. So. So.
Also? Wenn keiner was sagt, warten wir auf George Hol. Ja, ich weiß nicht. Ich vermute, Georgopol wird ziemlich gut besiedelt werden. Aber wir können es versuchen. Ich bin ja einfach nach Rotzok. Oder Water City. Water City bin ich immer dafür. Ja, wir gehen nach Water City. Okay. 3, 2, 1, go! Watertown war immer gut zu uns. Oh, direkt einer ist unter uns, habe ich gesehen gerade. Ja, mindestens ein Squad noch rechts von uns. Ja, die gehen wahrscheinlich Schule. Ja. Nee, die fliegen ziemlich bestimmt mit auf Watertown. Ja, vielleicht drehen sie noch ab rechts. Das sind... Ach du Kacke, guck mal nach rechts. Ruinen? Ja, ich bin für Ruin. Das, da können wir nämlich als einziges noch hin. Und da landet niemand. Hinter uns, wow, ey. Holy moly. Alter, was sind das? 4 Squads locker? Also Watertown wird jetzt auf jeden Fall zum Kriegsgebiet. Mhm. Mal gucken, wie lange es dauert, bis man die ersten Schüsse hört. Nicht lang. Wir müssen jetzt gucken, wie der Kreis endet. Weil je nachdem... Sind die aus Water City ziemlich quick, wenn die zu uns müssen, weil wir können die super abfangen in den Ruinen. Ja, dann muss hier mal mehr rumliegen als Motorradhelm. Vor allem mehr als Energy Drink und First Aid Kit. Eine Stun Grenade. Boah, für ein Squad sind die Ruinen nicht so groß zum Looten. Na, immerhin eine Pistole, das ist schon mal ein guter Anfang. Müsste an den Lagerfeuern gucken, da sind meistens gute Sachen. Attachments für komplettes Bolt Rifle? Bolt Rifle fehlt natürlich. El Clasico. So, also ich habe bisher nur eine Pistole. Ja, Revolver. Ich habe eine 1911. Hier ist noch eine Level 2 Weste. Für mich. Bin ja oben noch in die Kirche. Hier liegt ein Revolver. So, ich kann schon nichts mehr tragen. Rucksack lag da vorne noch, wo ich war. Ja, hier liegt auch noch ein Level 1, wo ich bin. Okay. An dir bin ich näher dran. So viel Zeug liegen lassen, Dennis. Ich habe das auch nicht systematisch gelootet dieses Mal. Also, außerdem, du läufst auf Level 1 Rucksack und 2er Weste zu da. Das ist sehr gut. Ah. Und irgendein Energy Drink oben auf den Kisten drauf, falls du da hochkommst. Oh, ich hab eigentlich keine Lust mehr, da rumzuspringen. Da oben liegt noch viel mehr, da liegt auch noch ACP-Ammo. Aber nee, kannst knicken, auch mit hüpfen. Funzt das nicht. Erstmal alle zur Kirche. Und war der schon da ganz oben? Nee, noch nicht. Hab bis jetzt eine Pumpe gefunden. Als Belohnung kriegen wir gerade erstmal noch eine Red Zone. Ja, dafür, dass sie so scheiß Loot hatten. Uns wundert mich, dass wir noch keine Schüsse gehört haben. So wirklich. Ja, mich auch. Meine Güte, jetzt geh diesen blöden Berg da hoch zur Kirche, ey. So, ich geh gleich aufs Dach hoch. Ah. Was mit dem einen Sprung, den ich gemacht habe, mit Steuerung, mit Crouch, R-Taste und W. Ich kann eben die Kisten hochkommen, hab so ein Energy Drink gekriegt. Cool. Ich hab's auch 2-3 Mal probiert und war's mir zu dumm. Wirklich gleichzeitig. Hier liegt nochmal eine Level 2 Weste und eine Maske. Und that's it. Oh,
Ein Gimmi. In der Kirche war wahrscheinlich auch nichts drin, oder? Nee. Da liegen jetzt noch so ein Angled Foregrip und so Zeug, aber das war's. Das blaue Haus da drüben, sehe ich das richtig? In die Tür ist offen? Richtung Nord? Warte. Nordwest? Da muss ich erst zu dir rüberkommen, dass ich das sehen kann. Hier runter. Also wir haben, glaube ich, nicht die Bewaffnung, um die Leute abzufangen von Watertown. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Wir müssen weg und Loot suchen. Ich habe eine Shotgun, das ist... Also ich habe einen kompletten Rucksack, ich kann... Das, zwei Waffen ausrüsten komplett. Hast du einen Choke? Nee, warte, ja doch habe ich. Kugelloops. Die Loops habe ich selber. Ja, komm her, hier. Bin da. Choke ist nice, Loops brauche ich dann nicht. Eine UMP habe ich noch, aber meine Güte. Ja, UMP nehme ich gar nicht, ich habe nur eine Pistole. Jetzt höre ich Schüsse aus Watertown. Ja, warte, da hast du UMP. Hat sogar ein bisschen Anbauteil. Brauchst du Ammo? Ja, ja, ich habe gar keinen Ammo. Da ist 90 Schuss. Fresh. Oh mein Gott. Wir müssen schnell zu den Häusern. Waffe aus der Hand legen und rennen. Da sind die Türen offen. Oh crap. Also ich sehe auf jeden Fall eine offene Tür. Aber sie haben ein Dach. Da ich eh nichts groß habe, laufe ich einfach hin. Oh, eine Pumpe. Wenigstens was. Wenn du die Bullet Loops noch dabei hast, die würde ich dir abnehmen für die Shotgun. Hab ich da liegen lassen. Verdammt. Ja, ich hab's jetzt mitgenommen, verdammt. Weil der Joke ist wichtiger. Ja, Joke ist wichtiger. Aber den hast du schon, deswegen. Achso, das war die Bomben. Okay. Da liegt noch eine Level 1 Weste. Oh. Da wo ich bin gerade. Da ganz hinten im letzten Raum, ja, ja. Ja, ich bin da. So. Gut. Noch eine Shotty. Wenn jemand einen Mantel haben will, hier drin liegt ein Mantel. Da liegt noch eine einzelne UMP. Und da liegt eine S12. Ne, ich bleib jetzt bei der, die ich habe. S12, gerne. Bin ich da. Hier Haus. Neben dem Haus, in dem du gerade drin bist. Okay. Da lang. Ich habe nämlich die doppelläufige. Die reicht mir. So, das hat uns aber nicht viel weitergebracht. Nee, nicht wirklich. Hat jemand kein First Aid Kit? Ja, ich hab eins. Cool, ich hab drei. So. Zwei Painkiller und einen Energy Drink habe ich auch noch. Sollen wir auf Pochinki zugehen? Wird halt dangerous as fuck. Ja. Ja gut, let's go. Richtung Blau, das sind so die ersten Gebäude vor den Feldern. Mit ein bisschen Glück gibt's ein Auto zum rüberfahren. Stürm dann mal mit meiner Shotgun. Wir keine 1 Million Kugeln in den Rücken. Aus Watertown. Da sind wir ziemlich gut drin. Ich markiere mal Mitte mit Gelb. Da ich sowieso nur eine Shotgun habe, laufe ich einfach mal vor. Häng mich nicht ab, ich habe auch nur eine Shotgun.
Schon wieder Red Zone, was soll denn der Scheiß? Da ist einer im Haus gegenüber, ja. Da ist einer. Hab ihn ausgenommen. Boah, danke. Er hat Mates. Hey, die Shotgun ist voll ungenau. Auf Kurzdistanz. Also sobald man mehr als 2 Meter weg ist, ist die voll ungenau. So, Choke drauf. So, hatte der irgendein verwertbares Loot? Keine Ahnung, er hat mich auf jeden Fall an... Der hatte eine Car zum Beispiel, die nehme ich halt direkt mal mit. Ich nehme das, was übrig bleibt. Auch nehmen, oder Shotgun-Ammo will ich auch nehmen. Ja, da auch da drin. Und nochmal ein First Aid Kit. Er hat sogar Bullet Loops für die Car. Level 2 hat er auch noch, Backpack. Ich hab schon... Ne, ich hab Level 1. Ich nehme den mal. Den da Rucksack. Ist ein Extended Quick Draw für die Uzi. 12 Gauge Ammo hat er auch gehabt. Ja, ich jetzt... Die Car, Freund. Ich geh gleich. Ich kann sie dir auch geben, die Car. Ja, wäre cool, aber die Sache ist die... Er hat irgendwo Mates gehabt, das war ich, sorry. Der, die werden hier oben sein. Oh, ja, wobei, der ist bestimmt nur in das Haus reingerannt wegen der Red Zone. Die können auch nebenan sein. Hat jemand gerade eine Tür zugemacht? Nee. Ich habe den Sound gehört, wie wenn einer eine Tür zumacht. Ja, gehört. Also ich habe die Car komplett mit Anbauteilen mitgenommen. Die kommen rüber. Ja, ich sehe sie, sie sind im Haus südöstlich von uns, in dem kleinen. Einer ist schon um uns rum, nördlich, nordwestlich die Richtung. Würde ich tippen. Ich bin unten in der Garage noch drin mit der Shotgun. Ich sitze auf der Treppe. Oder bist du da unten rumgelaufen? Ich bin unten rumgelaufen gerade. Mal nicht bewegen, ich höre Schritte. Wo? Die schießen auf den Schieber. Jetzt kommt einer rein, ist an mir vorbei. Nee. Bin gerade am Regen, sorry. Der hat ausgeschissen. Der ist an mir vorbeigehuscht. Das ist mir egal. Ich wollte mich gerade heilen, Drecksack. Ich weiß nicht, ob der eine noch hinter der Kiste sitzt, hinter der blauen. Der hat auch 3 First Aid Kits. Ich würde eins nehmen, ich hab keins mehr, ich hab meins gerade nur. Ich hab jetzt 6 Stück einstecken, also ja. Krieg mal hin und eine UMP, ne, also. Ja, scheiß mal auf Loot, machen wir nachher. Wir müssen uns erstmal um die kümmern. Ich brauche eine andere Waffe noch. Ich hatte nur die Shotgun. Smoke? Willst du vorbei? Oder willst du unten bleiben? Ja, mit der Shotgun bleibe ich besser unten, auch wenn das jetzt nicht gerade das Gesündeste ist. Ich weiß nicht, woher die Smoke kam. Ja, sie liegt jedenfalls vor dem Garageneinfahrt. Ja, ich liege auf dem Dach, ich sehe alles, aber... Ist nicht auf der Kern noch hinter der blauen Kiste, ist hier Richtung 120 Südosten. Oder ob er... Okay. Weil er war hinter der Kiste, da hat er mich angeschossen. Eight. Molotov hab ich. Ups. So, war er da? Ich versuche mich jetzt mal zu heilen. In der Hoffnung, dass nicht wieder irgendeiner dazwischen latscht. Nicht so aus. Der hat einen Blender geworfen. Ich habe mal alles hingeworfen, was ich hatte. Ich glaube nicht, dass er hier noch ist. Die Tür, wart ihr das? Ja, das war ich, oben. Der hat übrigens eine SKS dabei gehabt. Ich tendiere ja immer noch zu der Dings. Okay, dann tausche ich meine Shotgun gegen die SKS. Der K. Der direkt hier hinterm Haus ist eine blaue Kiste und da von da aus hat er mich abgeschossen. Okay. 7 Schuss habe ich für die SKS. Und kein Visier, wobei, nee, ich glaube... ich weiß nicht. Ne, ich nehme die Shotgun. Da hat einer geschossen. Ja, er hat mich geschossen. Der ist in der Halle drin. Lagerhaus. Okay. Das sind 2 Stück. 2 Stück ist... Lagerhaus. Ja. Okay. 3 Stück Lagerhaus. Das ist Gott. Und rechts von uns wurde auch geschossen, also südlich. Wenn das, war der Schuss gerade ich war. Ah, okay. Gut. Fuck. Nee. In dem Haus drin, oder? Ja. Ich sehe den nicht, verdammt nochmal. Wie gesagt, da war noch einer in dem Haus neben uns.
Hast du gesehen, von wo aus er geschossen hat? Ich vermute tatsächlich, das war das Haus. Ich verkrieche mich hier mal irgendwie in diese Ecke. Hast du 9mm und 12er? Kaliber? Ja, ich habe 12er. Nee, nee. Hier 25 Schuss. Und hier 105 Schuss. Dankeschön. Verziehen und dann kann ich kommen. Ah, nee, scheiße. Ich kann hier nicht raus. Ich habe ein bisschen versucht zu gucken. Kannst knicken. Wo zur Hölle ist der? Also, die K liegt hier drüben an den Heuballen. Wo ist der? Ich hab den laufen hören auf Gras. Am Haus hier, wie gesagt. Da! Ost. Einmal angehittet, zweimal angehittet und von der Treppe aus beschossen worden. Nee, nicht von der Treppe aus. Von dem Lagerhaus. Ach, der hat mich durch die Tür gesehen, oder? Ja, genau. Scheiße. Ah, noch ein First Aid gegeben. Bin zweimal getroffen mit der Shotgun. Der wird jetzt vorlaufen zum Rev und die K holen, vermute ich mal. Wenn er hier nicht raus, ist er voll gefangen. Wir müssen zu uns, sind wir uns vorbei. Wir sind immer noch im Lagerhaus. Ja, ich mach hier mal die Tür noch zu. Ein anderer Kerl hin. Ah, stehen immer noch zwei im Lagerhaus. Einen habe ich angehittet. Ah ja, okay. Hab ihn ausgenockt. Ein. Lagerhaus. Im Lagerhaus, ja. Wer schießt gerade? Ich schieß. Der wird ihn jetzt aufheben. Das ist ein anderer Buddy. Einer ist nach hinten gelaufen ins Lagerhaus. Also jetzt aus dem Sichtfeld raus. Okay. Bin jetzt mal außerhalb vom Haus. Ich mache hier oben mal die Tür zu. Da ist er auf dem Feld. Das ist der andere. Ach komm, Alter, das Ding verzieht sich ja komplett. Ich komme mal zu dir raus, ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr hier unten eingekesselt zu sein. Der kommt von hinten. Der kommt wahrscheinlich von deiner Seite, pass auf. Der ist ins Haus rein. Ich höre nicht, also... Ne, da liegt er im Busch. Ne, da ist er. Der liegt da im Busch? Ne, hinterm Auto direkt, hinter dem gelben hier. Granate? Ich hab keine. Ich seh ihn. Der ist tot. Sehr nice. Die anderen bewegen sich auf uns zu, von der Lagerhalle. Drei Stück. Okay, sie hauen ab. Oder sie machen einen richtig riesen Bogen um uns rum. Auto? Kann auch sein. Obwohl, scheiße, ich wollte die UMP ja behalten. Hat er irgendwas Gescheites? Denk dran vorzulaufen, da ist die K. Mhm. Die sind oben an der Ruine jetzt, ich sehe sie. Oben an der alten Kirche. Ach, kein Scope, ey. Ich gehe mir die SKS holen, weil ich habe die Ammo eingesammelt. Achso. Rechts von dir an den Heuballen. Ja. Ich hab gerade die Schnauze ein kleines bisschen rausgesteckt, hab sofort wieder gefangen da hinten aus der Ecke. So, ich hab jetzt eine SKS und eine UMP. Eine K. Und was? Die sind an den Ruinen? Die sind hoch zu der alten Kirche. Wahrscheinlich dran vorbei.
Blau kommt, wir müssen. Ja. Wohin? Oh scheiße, wir schaffen das niemals, wir sind tot, gell? Wir brauchen ein Auto. Wir haben viel zu lang für den Gunfight gebraucht, wir sind tot. Oh shit. Am Ortseingang und an der Hauptstraße entlang ist vielleicht eine Garage. Und die anderen von der Kirche dürften da auch rumrennen. Also wenn ihr eine Chance auf ein Auto habt, dann in der Stadt. Das Problem ist, wir müssen dann eher weg von der Zone laufen, um in die Stadt zu kommen. Das nächste in die Richtung runter ist hinter der großen Kreuzung, auf die ihr gerade zulauft. Wir sind schon so tot. Oder irgendwo in diesem Kreuzungsbereich gibt es dann zwei, wenn ihr da einfach geradeaus weiterlauft. Wie viele Sekunden brauchen First Aid Kit? Sieben, glaube ich. Sieben, okay. Vielleicht. Du müsstest mir vielleicht ein oder zwei droppen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wenn du dich gerade am Heilen bist, drop vorher zwei oder so. Ja, mach ich. Am besten jetzt, dann bald. Ja, ich will auch nicht zu viel riskieren hier. So, zwei, ich habe jetzt noch zwei. Okay, perfekt. Ich würde mich hinlegen dabei. So, okay, und weiter. Direkt vor uns wird geschossen. Shiva, du hast das nicht genommen, ne? Ach doch. Nee, hast du nicht. Du hast nicht gewartet, bis fertig war. Nimm's nochmal, das hat abgebrochen. Ja, ja, ich weiß, ich wollte es noch nicht nehmen. So, hier stand letztes Mal ein Auto, aber diesmal haben wir kein Glück, was das betrifft. Ich glaube, das schaffen wir niemals, gell? Ihr habt schon ein gutes Stück des Weges zurückgelegt, so die Hälfte. Aber die Zone ist nochmal kleiner, ihr müsst schwimmen, um darüber zu kommen. Das könnte eng werden. Ach du Heilige. Es sei denn, ihr findet da irgendwo noch ein Auto. Ich sehe keins. Die Straße zu eurer Linken lang ist nochmal so ein Spawn und die Straße zu eurer Rechten lang ist auch noch so ein Spawn, so ein potenzieller. Ich muss nochmal First Aid nehmen. Das schaffen wir eh nicht, weil ich habe kein First Aid mehr. Links von uns läuft einer. Ja, ich sehe ihn. Dann gibt es auf jeden Fall kein Auto, wenn der wahnsinnig genug ist, hier rumzulaufen. Das ist dein Todesurteil, wenn du jetzt schießt. Da vorne, wir können das schaffen, komm. Ich sehe das Ende vom blauen Kreis. Die andere Strategie können wir uns danach überlegen. Dachte, ich nehme noch einen Kill mit, bevor ich sterbe. Nein, die Zone bewegt sich dann direkt weiter. Mhm. Ja, sie bewegt sich schon. Da steht ein Auto. Ja, aber wir müssen über die Brücke. Ja. Ich habe gar nichts mehr, um mich zu heilen. Und jetzt tut's weh. Jetzt so tut's beschissen, wie die sich zuzieht, die einzige Chance, die ihr habt, ist schwimmen, geradeaus und schwimmen. Nee, ich habe keine Heilung mehr. Für die Brücke reicht's nur. Nee, auch das Schwimmen reicht nicht mehr. Der hat nur einen halben Schuss gebraucht, um mich zu töten, weil ich so tot war. Und er hat ihn noch getötet, geil. Ja, wir haben ungefähr 30 Sekunden zu lang gebraucht. Ja. Eher eine Minute, zwei. Der Kreis war aber auch sehr scheiße diesmal. Mhm. Ja, halb im Wasser ist nicht gut. Aber passt. Dann war es das erstmal.